Also ich habe total Lust drauf, einfach Kolleginnen und Genossinnen und Genossen zu treffen, die auch in der Kommunalpolitik sind, die an der Basis arbeiten. Und das ist mir total wichtig, der Austausch und vor allem aber auch die Möglichkeit, aus anderen Bundesländern Genossinnen und Genossen zu treffen. Also was ich mitnehme von der Konferenz hier ist auf jeden Fall, dass die Themen, mit denen wir alle so zu tun haben, sehr ähnlich sind. Ich merke, dass viele aus meiner Generation hierher gekommen sind, weil sie merken, okay, es gibt was, gilt was zu verteidigen, was die Generation vor uns aufgebaut haben. Also die linke Politik, von der viele von uns auch profitiert haben, die ist nicht selbstverständlich. Das ist Arbeit, die reingesteckt werden muss und die ist gerade auch in Gefahr. Und deswegen gilt es auch, einen Beitrag zu leisten von uns allen, damit dieses Projekt weitergehen kann. Grundlagenbildung, Vernetzung, vor allem natürlich auch von den vielen Erfahrenen, die da sind, schon mal zu hören, wie was funktioniert, wie sich auch was verändert hat, was früher mal einfacher war. Ich komme aus einer sehr ländlichen Region und besonders wichtig für meinen Heimatkreis ist es dabei, dass die Taktzeiten sehr hoch sind, der ÖPNV ist nicht flexibel, es gibt nur in den Städten Zugverbindungen, ansonsten nur Bus und der ist sehr unflexibel. Und ja, die Preisgestaltung ist dank dem 49-Euro-Ticket besser, aber wer weiß, wie lange man das noch hat. Ich bin vor allem hier, weil ich mich für die Veranstaltung gerade eben zu Verkehr und Mobilität, auch speziell im ländlichen Raum, interessiert habe, weil ich das auch selber studiere, das Verkehrs- und Transportwesen. War das ein Thema, das ich ansprechend fand und wollte gerne den Workshop mit anhören. Ich möchte halt irgendwann mal was bewirken. Aktuell bewirke ich noch nicht sehr viel. Ich bin heute hier, um mich zu vernetzen und vor allen Dingen wegen den vielen interessanten Vorträgen. Ich war gerade im Workshop Wem gehört meine Stadt mit Christoph Krautvetter. Der hat auch eine Studie rausgegeben, die bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen ist. Und wir haben jetzt mal so ein bisschen erprobt zu recherchieren, wie man herausfinden kann in der eigenen Stadt, wer da so die großen Fische im Immobiliengeschäft sind. Das war sehr spannend. Was mich am meisten interessiert hat, ist tatsächlich Europa Goes Kommunal. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir das ja auch in der Bevölkerung hören, dass ja, Europa oder die Europäische Union hat so viel Einfluss auf unser Leben. Das geht im Agrarbereich bis hin zum Mindestlohn. Ich gehe mit der Hoffnung aus dem Tag, dass es vorbereitet wird in Sachen Kommunalpolitik. Da ich gerne mäßig in dieser wunderschönen Stadt hier regieren würde. Ich nehme auf alle Fälle mit, dass wir als Linke ganz klare Forderungen brauchen und bei der Rekommunalisierung einfach auch ganz klare Forderungen setzen müssen in unseren Gremien, wo wir auch arbeiten. Und gerade bei der Wärmeplanung und kommunale Wärmeplanung ist es auch ein Thema, wo wir einfach den Menschen die Ängste nehmen müssen, weil wir einfach auch erklären müssen, was da der Hintergrund ist und dass wir einfach auch erklären können, warum das so wichtig ist für die Kommune, dass wir dieses einführen. Ja, was ich mitgenommen habe, ist, dass die Linke einfach eine vielfältige Partei ist, in der viele Erfahrungen zusammenkommen, Ost, West, Jung, Alt, feministisch, ökologisch, antikapitalistisch, sozialistisch und das macht mir persönlich immer wieder Freude zu sehen, wie diese Vielfalt zusammenkommt.